heute mal mit dem Rad unterwegs und gleichzeitig auch nur Aufnahmen und Bilder mit dem Handy machen. Im Übrigen, diese Karte kann man richtig gut lesen, oder? Naja, ganze Arbeit geleistet. Gut, weiter geht's in diese Richtung. Hier hätten wir die typischen Rundumblicke, die man so in Brandenburg findet. Dort jetzt ganz hinten in der Mitte, das müsste Mittenwalde sein. Ansonsten ist das hier ein ganz normales Feld. Bisschen verschnauft, musste einen ganzen Berg hochfahren. Aber was tut man nicht alles, um mal ein bisschen zu experimentieren? Mal schauen, wie sich das Smartphone am Ende schlägt. So, ich würde mal sagen, wir sind angekommen. Das Utschketal. Von feucht bis trocken. Ich mache euch davon mal noch ein Bild. Die Brücke haben sie definitiv neu gemacht. Ich bin gespannt, ob das sehr wackelt und generell wie das am Ende aussieht. Ich meine, ich filme das die ganze Zeit, heute den ganzen Tag Fotos und Film mit Smartphone. Und zumindest auf dem Display sieht es teilweise besser aus als einige teure Outdoor-Kameras, die sonst einige andere Outdoor-Freunde so mitnehmen. Gut, wollen wir mal weiter. Natürlich fahre ich hier nicht drauf. Steht ja Radfahren verboten. Also schön ordentlich rüberlaufen. So. Was haben wir hier? Wanderweg Utschketal, Bestenseebahn auf 3,6 Kilometer. Jo, in die Richtung geht's dann auch. Den alten Drahtesel erstmal abgestellt. Wollen wir uns mal ein bisschen näher zu Detail begeben. Hübsch, hübsch. Hier scheint man sogar halbwegs rüber zu kommen. Dann sieht der Weg hier in der Mitte relativ trocken aus. So, also bisher schlägt sich das Smartphone wohl gesagt recht gut, muss ich sagen. Also ich bin gespannt, wie es auf dem Bildschirm dann letztlich aussieht und wie es für euch auf YouTube am Ende aussieht. Aber ich dachte mir, so ein Test kann ja nicht schaden. Einfach mal herausfinden, wie sich neuere Technik gegenüber älterer Technik doch so schlägt. Gut, weiter geht's.
Das ist jetzt übrigens die Weitwinkelfähigkeit des Telefons. Zumindest auf dem Display sieht es brauchbar aus. So, ich arbeite die ganze Zeit ohne ND-Filter und ich kriege gerade volle Kanne die Sonne ab. Mal schauen, wie sich das Telefon in so einer Extremsituation gerade schlägt. Aber ich denke mal, es wird reichen. Was wahrscheinlich auch fehlen mag in all den Videoschnipseln, ist dieser cinematische Style. Schlicht deshalb, weil keine ND-Filter drauf sind und die Belichtungszeit nicht manuell eingestellt werden kann. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Für ein paar Zwischensequenzen hier und da ist das eigentlich so angedacht. Zumindest ist das mein Plan. Also, die Hälfte, über die Hälfte haben wir schon geschafft. Das Krummsee. Das ist das ganze Sutschgetal im Endeffekt. Puh, ja. Das ist schon ganz schön anstrengend. Es geht hier immer wieder hoch und runter, hoch und runter. Aber mal schauen. Jetzt muss noch eine ganze Strecke zurück. Und dann bin ich endlich wieder daheim. Juli! Kirschpflaumen wachsen hier übrigens auch sehr viele. Ich vermute mal stark, sowas sieht man auch selten. Eine 3-7-Bahn, ja, die gibt es hier tatsächlich noch. Gut, weiter geht's. Ah, bevor ich es vergesse, noch ein bisschen Müll gefunden. Irgend so eine olle Brieftasche. Ist natürlich eh nichts mehr drin. Und sieht so aus, als wenn die schon ein bisschen vor sich hin verrottet ist. Aber muss ja nicht hier rumliegen. Kann ja weggeworfen werden, gell? Wie spät ist es übrigens? Oh, spät. Na dann, auf, marsch. So, knapp eine Stunde muss ich noch unterwegs sein, wenn ich wieder daheim bin. Ja, das ist der gleiche Weg, der uns schon hergeführt hat. Und im Übrigen, langsam geht auch die Sonne unter und ich habe kein Licht dabei, nicht, dass es dann irgendwie heißt, kein Licht dabei. Im Übrigen, was ich eigentlich sagen wollte. Falls mal jemand irgendwie an Pflanzen vorbeikommt und Schwierigkeiten hat, diese zu bestimmen und gleichzeitig was Gutes tun möchte, ein bisschen Werbung. Und zwar gibt es diese Naturkunde-App, also Naturblick heißt die, da kann man einfach Pflanzen bestimmen. So, ja, zulassen. So, dann sucht man sich ein Bild. Macht davon ein Foto, was jetzt irgendwie nicht geklappt hat. Ich sollte natürlich auch Display im Display gucken, ist ein bisschen tricky. So, perfekt. Und dauert es ein bisschen. Jetzt zulassen, Ausschnitt bestimmen. So, die Sache ist, die ganzen Sachen, die man hier so findet und dann eingetragen werden, insbesondere Vögel, interessiert sich auch ein bisschen die Forscherwelt für. Da, Schwarzdorn. Stimmt auch. Das hilft der ganzen Forscherwelt so ein bisschen weiter, was so in der Nähe alles so wächst, überhaupt in Deutschland und was hier überhaupt noch an Tieren und Pflanzen so unterwegs ist. Man kann das Ganze dann natürlich auch
auf der Karte sich anzeigen lassen, wo man das gemacht hat. Und alles landet dann in diesem Feldbuch. Das ist jetzt hier ein bisschen leer, weil das ist eigentlich mein GPS-Handy. Und das, was ich gerade in der Hand habe und filmt, damit mache ich eigentlich das ganze Protokoll. Gut. Falls es jemanden interessiert, es hilft bei vielen Sachen. Vögel, Insekten, Pflanzen. Das geht ganz gut. Jetzt aber weiter.